1990 in der Langengasse in Tübingen. Wie damals üblich war es Buchhandlung, Verlag und Druckerei in einem. 1634, also 50 Jahre später, als die Pest in Tübingen fünf. Ich muss das gerade mal runternehmen. So ist besser. Ein Viertel der Bevölkerung herniedergerafft hat, bringt die Buchhandlung, der Verlag bereits einen Katalog mit 3400 lieferbaren Titeln heraus. Von da bis zum Jahr 1920, als die Familie Riedmüller die Firma übernommen hat, war es natürlich ein langer Weg, aber ich möchte Ihnen ersparen, dass wir hier jetzt durch die ganze Familien- und Firmengeschichte gehen. Was seither trotzdem so ist, wie es ein Traditionsunternehmen für ein Traditionsunternehmen gehört, das ist Verpflichtung für die Familie. Was ist schwäbisch an diesem Traditionsunternehmen? Was verstehen die Menschen im Allgemeinen unter schwäbisch? Dichter und Denker. Viele Dichter, Professoren und Theologen waren in den eigenen Reihen der Familie zu Hause. So ist man Verleger von Schelling gewesen und bringt mit dem deutschen Dichterwald das wichtigste Werk der schwäbischen Romantik heraus. Wie wichtig Dichten und Denken und Dichter und Denker heute immer noch und wie ernst sie genommen werden, zeigt sich an der herausragenden Sortimentsstruktur der Buchhandlung. Hier versteht man, welche besondere Ware Buch ist und welche besonderen Menschen die Buchkäufer sind. Und das drückt sich daran aus. Man möchte keine Mainstream-Buchhandlung, die nur von Schnelldrehern lebt, sondern man begreift, was die Ware Buch zu der besonderen Ware macht. Schwaben sind auch bekannt als Tüftler und Häuslersbauer. Was macht Osiander und damit die Familie Riedmüller mit diesen angeborenen Eigenschaften? Permanent ist das Unternehmen in Bewegung. Veränderung heißt Tüfteln an Verbesserungen der Strukturen und Abläufe. Das geht man hier nicht mit einzelnen Innovationsschüben an, sondern das gehört ganz organisch dazu. Und wie gut sich die Osianders im Häuslersbauen verstehen, zeigt sich, dass inzwischen 23 Häusle Osiander heißen und offensichtlich die Expansionskraft noch nicht vorbei ist. Schwaben gebe ich ungern zu als Schwäbing, aber es stimmt schon, sind sparsam und manchmal sogar ziemlich sparsam. Aber was bedeutet das für ein Unternehmen? Die Unternehmerfamilie stellt sich der Verantwortung und dazu ein Auszug aus der Unternehmensphilosophie. Osiander stellt sich der Verantwortung ökonomisch, ökologisch und sozial. Schon immer war es die Aufgabe von Unternehmen, ökonomisch zu wirtschaften. Denn Unternehmen brauchen Kapital, damit sie die Leistungen erbringen können, die von ihren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern erwartet werden. Das gilt für eine Buchhandlung genauso wie für Bosch und Daimler. Und hier merken Sie die schwäbische Verwurzelung. Sozial. Und das ist der Punkt, der uns letztendlich zu der Entscheidung bewogen hat, diese Traditionsbuchhandlung auszuzeichnen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Zufriedene und qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind das wichtigste Kapital von Osiander. Man kann das auch wieder schwäbisch ganz einfach zusammenfassen unter dem Begriff: Wir gehören zusammen. Und das heißt nicht, wir kehren gemeinsam und erledigen die Pflicht der schwäbischen Kehrwoche gemeinsam, sondern wir fühlen uns als eine Familie, in der jeder verantwortlich ist für Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens. Und wir fühlen uns als Osis. Dieses Gefühl bekommt auch jeder Kunde zu spüren. Brauchen Sie jetzt keine Angst zu haben, denn Osiander-Menschen sind höflich, freundlich, hilfsbereit und kompetent. Einzigartig sind die Ausbildungswege, die gegangen werden. Da gibt es einen Azubi-Laden, den die
Also du bist wirklich in eigener Verantwortung, auch wirtschaftliche Verantwortung führen. Und Sie werden es gehört haben, einen Theaterworkshop. Der dient nicht nur Jux und Dollerei, sondern hier lernen junge Menschen, ihre sozialen Kompetenzen zu verbessern und ihre Kommunikationsfähigkeit auszubauen. Für dieses Engagement könnte sich die ganze Branche bei der Familie Riedmüller bedanken und sollte das auch tun. Wir bedanken uns dafür mit der Auszeichnung zur Buchhandlung des Jahres 2010. Sponsor ist der Hoffmann und Kamper Verlag. Ich möchte jetzt aus sehr persönlichen Gründen noch ein paar Worte sagen, weil ich in diesem Raum die Oviandersche Buchhandlung wahrscheinlich kenne wie kein anderer, weil wir kommen aus der gemeinsamen Stadt Tübingen, dem Zentrum der Weltabgeschiedenheit, und dort verbringen wir unser geistiges und aber auch unser finanzielles Leben miteinander. Und ich kenne Oviander als Kunde seit 35 Jahren und als Autor seit über 10 Jahren inzwischen. Und ich muss sagen, die Erfahrungen, die ich mit Oviander persönlich gemacht habe, sind sehr wechselhaft gewesen. Also als ich studierte in Tübingen, da war Oviander die Buchhandlung zum Bücherklauen. Das war damals so, Oviander befand sich in einem permanenten Clinch mit der politischen Buchhandlung, die es dort gab. Da ging es um Bestellungsmodalitäten der UB. Und da wollte der Leiter des politischen Buchladens immer etwas mehr von diesem Kuchen haben. Und Osianders haben gesagt, ja, also jeder nach seinen Maßen und jeder nach seinem Können. Und deshalb war es natürlich angesagt und politisch korrekt, damals zu sagen, also im politischen Buchladen, da kauft man die Bücher, aber Osiander klaut man sie. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, warum, das war dann meine zweite Erfahrung mit Osiander, ich hatte mal 1992 in einem Top Ten Compendium sollte ich die besten Buchhandlungen Deutschlands beschreiben. Und damals habe ich schon gewusst, Osiander ist ziemlich weit vorne. Ich war also schon etwas anderen Sinnes geworden und habe sie in der Kategorie große Buchhandlungen über 500 Quadratmeter, das war damals eure Größenordnung mit 600 Quadratmetern in der Wilhelmstraße, auf Platz 4 gesetzt. Eins war damals noch Schrobsdorf und dann Baedeker und ich glaube, sie waren ein bisschen beleidigt. Ich habe voller Stolz ihnen das gezeigt, sie haben überhaupt nicht darauf reagiert. Fand ich ausgesprochen unsympathisch. Es gab noch mehr Sachen, die so unsympathisch waren, die damit zusammenhängen, dass das einfach Mittelständler sind. Das ist zwar eine große Buchhandlung, aber immer noch Familien- und Inhaber geführt. Und dieser Geist, der macht sich deutlich. Das ist zum einen erstmal, was Frau Giesemann noch angesprochen hat, wir sind eine Familie und wir machen unsere Kehrwoche zusammen. Und wenn ich nach außen Osiander charakterisieren soll, dann habe ich immer gesagt, das sind so Leute, wenn ein Haufen Hundekacke vor der Tür liegt, dann sagen die nicht dem Lehrling, mach das mal weg, sondern die nehmen das gerblich und tun das selber. Und das ist so eine Art, die mir einfach gefällt. Da wird nicht so nach Hierarchien und so etwas geguckt, sondern es geht darum, dass die Sachen, die gemacht werden müssen, die werden gemacht. Das schließt auch kämpferisches Handeln ein, beispielsweise als dann Amazon auf den Markt kam und bei der Euro-Umstellung das auf einmal ganz anders war und die haben dann die Preise gerundet. Zack, dann gehen die hier wie Michael Kohlhaas bis zum Bundesverwaltungsgericht, um da das Recht einzuklagen, dass das so nicht geht. Und ich finde das toll, wenn dann solche Buchhandlungen dann einfach auch sagen, hier, wenn ihr aus Amerika kommt und denkt, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, wir sind auch noch da, und zwar seit 400 Jahren und wir kennen uns ganz gut aus. Und das nutzt man auch, und das ist jetzt wieder etwas als Tübinger gesprochen, es ist ein wunderbarer Kulturveranstalter, die machen ein Bücherfest 3 Tage lang im Jahr. Das ist das drittgrößte Lesefest, das in Deutschland überhaupt stattfindet, und das wird von einer privaten Buchhandlung gemacht. Aber dieses Kämpferische, das sie auch haben, das äußert sich manchmal eben auch, dass sie gegen Verlage kämpfen. Und ich hatte das große Pech, und das war vor 10 Jahren bei meinem ersten Buch, da waren sie im Clinch mit Drömer Weltbild, weil sie gesagt haben, wir kaufen noch keine Bücher von einem Verlag, die jetzt mit einem unserer größten Konkurrenten fusionieren. Die haben 1 Jahr lang haben die kein Buch von Drömer gekauft und Scherzgruppe. Und mein erster Roman, das Bernstein-Amulett, war bei Scherz erschienen. Und zu meiner riesengroßen Enttäuschung gab es in meiner eigenen Heimatstadt mein eigenes Buch, nicht mein eigenes erstes Buch. Und das war natürlich zum Heulen. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr das je wieder gut machen wollt, da gibt es für euch nur eine einzige Möglichkeit. Und diese Möglichkeit besteht darin, die vielen Bücher, die ich bei euch gekauft habe, in 30 Jahren, diese Tausenden von Marken, die müsst ihr über die
Tantieme, was ja viel weniger ist, an verkauften Büchern von mir in Zukunft wettmachen. Und bei diesem edlen Wettstreit, muss ich zugeben, ist, glaube ich, inzwischen Osiander etwas vorne. Und deshalb sage ich einfach ein ganz riesiges, riesiges Dankeschön für die große Unterstützung, die ich auch ganz persönlich als Autor gehabt habe, aber alle Tübinger Autoren, die immer wieder mit Veranstaltungen, mit Vitrinen, mit Sonderaktionen wirklich gepusht werden nach Leibeskräften, um den Tübinger Geist, der schließlich der Weltgeist ist, den Hegel dort erfunden hat, ne, damit der dann auch weiter in die Welt gepustet wird. Also ganz herzliches Riesendank. Wohl dem Autor, der eine solche Buchhandlung in seiner eigenen Heimatstadt hat. Und deshalb darf ich jetzt auch küssen.